wir werden natürlich gerufen, wenn die Flüchtlinge Probleme bereiten. Das heißt, einige akzeptieren die Polizei nicht. Da merkt man schon, okay, es ist eine Frau vor Ort. Man redet teilweise mit der Frau nicht. Und ja, man möchte einfach mit der Polizei nichts zu tun haben. Und wir versuchen es natürlich dann zu erklären auf Englisch. Deutsch können sie ja in der Regel nicht, wenn es muslimische junge Migranten sind. Manche möchten sich da nichts sagen lassen. Man merkt, okay, du bist eine Frau, mit dem möchten wir nicht sprechen. Hier haben Sie gerade eben schon den ersten Eindruck erhalten von dieser mutigen und couragierten jungen Polizistin. Wir haben eine explodierende Kriminalitätsrate in Deutschland und natürlich am meisten darunter leidet die Polizei und die Justiz. Und deswegen gab es jetzt diesen Auftritt, eine Art Hilferuf an alle deutschen Fernsehzuschauer. Es wurden zum Teil von ihr dramatische Situationen beschrieben, die wir uns gleich noch anhören werden. Und natürlich hat sie auch eine heftige Standpauke an Annalena Baerbock verteilt. Die war ebenfalls in dieser Sendung anwesend. Und damit würde ich sagen, wir fackeln gar nicht lange und hören uns jetzt zunächst einmal das erste Beispiel an. Lassen Sie davor aber noch ein Abo da, damit werden mehr Deutsche über diese Missstände informiert. Und jetzt geht's los. Also wir haben irgendwelche Dokumente, die gefälscht sind. Das Einzige, was wir machen können, die Person mit zur Wache nehmen und über die Fingerabdrücke dann versuchen zu identifizieren. Wir haben einige Klappt das denn? Mal ja, mal nein. Mhm. Wir haben einige Flüchtlinge, die sind eine Woche hier und einige von denen begehen schon Straftaten. Und das ist, wie gesagt, wir als Polizei erleben im Ruhrgebiet auch die negativen Problemfälle. Und, welche Straftaten sind das? Hier wird uns jetzt gleich die Polizistin von, ja, ich sag mal, schockierenden Beispielen erzählen. Ich konnte es kaum glauben, als ich das gehört habe. Aber wie wir gerade eben gehört haben, ist es sicherlich für Sie als Zuschauer auch keine Neuigkeit mehr, dass die Polizei natürlich, ja, ich sag mal, vollkommen überfordert ist. Zum Teil haben wir es gerade eben gehört, eine Woche in Deutschland und mittlerweile schon straffällig. Und hier sehen wir auch immer wieder Berichte, die Berliner Polizei weiß mittlerweile gar nicht mehr, was sie machen soll. Und wenn Sie sich jetzt als Zuschauer fragen, woher kommen denn die Flüchtlinge, die kriminell sind? Dann schauen Sie sich mal diese Karte an. In Pink sind die Länder markiert, wo eben die Nationalitäten besonders straffällig sind in Deutschland. Wir sehen hier Nordafrika, eben Marokko, Algerien und so weiter, aber hier auch Iran, Irak und der Afghanistan. Das bedeutet, die Bürger aus diesen Ländern sind in Deutschland überproportional straffällig im Vergleich zu den deutschen Staatsbürgern. Und jetzt hören wir dieses Beispiel an, von dem ich gerade eben schon gesprochen habe und welches mich wirklich, ja, ich sag mal, betroffen gemacht hat. Ich kann Ihnen ein ganz aktuelles Beispiel nennen. Am vergangenen Freitag hatten wir einen Kfz-Aufbruch. Eine Scheibe wurde eingeschlagen und unter anderem wurde ein Handy entwendet. Wir konnten das Handy in der Nachbarstadt orten, haben die Kollegen dann dorthin geschickt und wir konnten vier Flüchtlinge antreffen, beziehungsweise die Kollegen aus der Nachbarstadt. Die Flüchtlinge von wo? Das waren Flüchtlinge, also vier sind weggerannt. Wir konnten nur einen Flüchtling bekommen, der war aus Marokko. Und war gerade eine Woche registriert hier in Deutschland. Wenn Sie jetzt denken, dieses Beispiel ist schon unglaublich, dann warten Sie einen kurzen Moment. Wir werden gleich noch was viel Verrückteres hören. Die Polizistin spielt hier natürlich auf die sogenannten Talahons an. Das sind Migranten, vor allem aus Nordafrika, die schon sehr jung kriminell werden und das auch nach außen tragen oder zeigen vielmehr. Schauen Sie sich mal diese Kriminalitätsstatistik an. Hier sehen Sie, es geht vor allem um Diebstahldelikte, aber auch um Rauschgiftdelikte, Vermögen- und Fälschungsdelikte und natürlich leider auch Tötungsdelikte. Und das sind dann die, ja, ich sag mal, Messerstecher, von denen man dann immer wieder in den Nachrichten liest. Und jetzt hören Sie sich mal an, was die Polizei dagegen machen kann. Kleiner Tipp vorab, natürlich gar nichts. Und wenn jetzt irgendwie es zu einem Taschendiebstahl gekommen ist von einem Migranten oder einem Flüchtling, der hier keinen festen Wohnsitz hat, sie schreiben eine Anzeige und es passiert nichts, weil der Flüchtling, der wird nicht ins Gefängnis gesteckt oder ein Migrant, weil es ist nicht verhältnismäßig aufgrund einer einfachen Straftat. Und die andere Möglichkeit wäre eine Sicherheitsleistung. Eine Sicherheitsleistung, ja, sichert das Strafverfahren. Das ist die zu erwartende Geldstrafe, die man bekommt. Und wenn diese Person kein Geld hat, ja, passiert eben nichts. Und hier an dieser Stelle habe ich nochmal eine Karte für Sie. Und da wird eben nochmal dargestellt, welche Migranten überdurchschnittlich kriminell sind in Deutschland. Wir sehen hier eben Marokko in Blau eingezeichnet. Das heißt, hier haben wir einen Volltreffer. Und jetzt raten Sie mal, welche Partei im Bundestag sich dagegen ausgesprochen hat, dass diese Länder wie Marokko als sichere Herkunftsländer eingestuft werden. Also die Länder, wo Millionen Deutsche Urlaub machen. Natürlich die Grünen. Und allen voran Annalena Baerbock, die jetzt in der Sendung sitzt und sich ihr eigenes Versagen mit anhören muss.
Was würden Sie denn am liebsten mal Annalena Baerbock direkt ins Gesicht sagen? Schreiben Sie es in die Kommentarbox. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns schon bald wieder bei einem neuen Video.